Warum dieser riesen Bildschirm? Mit Werbung und Musik. Wow, das war immer unspektakulär. Hast du deine noch? Ja. Noch eine. War das jetzt noch da? Ja. Okay. Hey, wie unspektakulär. Guten Morgen und herzlich willkommen beim Januar-Monats-Vlog. Es ist eigentlich schon Mitte Januar und wir sitzen gerade in einem Auto, aber ich fange mal ganz vorne an. Ich habe mich die letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt, wie ich halt hier in Japan wieder Teezeremonie weiter üben kann, weiter im Unterricht teilnehmen kann. Und ja, das war ein ganz schönes Auf und Ab irgendwie. Bevor wir hergekommen sind, habe ich schon mit meiner Lehrerin in Deutschland gesprochen, wie wir das am besten machen können. Und sie hat gemeint, dass es ein Formular gibt vom Haupthaus in Kyoto, von der Omotesenki-Schule, an das man sich wenden kann. Also man kann das Formular ausfüllen und sich an das Haupthaus wenden. Und die können einem dann Lehrer in der Nähe empfehlen. Und dieses Formular haben wir auch ausgefüllt und ich habe das per Post dann an das Haupthaus geschickt und auch ein Antwortschreiben zurückbekommen, wo eben Kontaktdaten für eine Lehrerin in meiner Nähe drin waren oder drauf standen. Ich habe den Brief eigentlich schon im Dezember bekommen, aber weil es dann so irgendwie diese awkward time zwischen Weihnachten und Neujahr war und ich nicht wusste, wie das in Japan ist, also ob man Leute dort dann anruft oder stört etc., habe ich gesagt, okay, ich rufe halt im neuen Jahr dann dort an. Und das habe ich dann auch am 3. Januar direkt eigentlich gemacht. Also es war so der erste Werktag hier wieder. Und ja, es hat mich sowieso ein bisschen Mut gekostet, da anzurufen, weil es halt mir klar war, dass ich, wenn dann, nur auf Japanisch reden kann natürlich. Deswegen habe ich mir halt auch vorher vorbereitet, so ein bisschen, was ich sagen möchte etc. Und habe dann angerufen. Beim ersten Mal ist niemand rangegangen. Dann habe ich ein paar Minuten gewartet und es nochmal probiert und dann ist tatsächlich jemand rangegangen. Ich habe halt angefangen zu reden und die Person hat mich relativ schnell unterbrochen und mir gesagt, dass das wahrscheinlich einfach die falsche Telefonnummer ist. Und ich habe die Telefonnummer dann direkt nochmal angeguckt. Das war 100% die, die ich halt vom Haupthaus auch genannt bekommen habe. Deswegen war ich erstmal sehr verwirrt und ein bisschen auch direkt niedergeschlagen, weil ich mich gefragt habe, okay, was soll ich jetzt machen? Ich hatte halt erst überlegt, ob ich mich an meine Lehrerin in Deutschland wende, etc. Aber ich habe mir dann gedacht, wenn die Telefonnummer falsch ist, dann wird das Haupthaus auch keine aktuellere Telefonnummer haben. Und wenn die Telefonnummer richtig ist, dann hat diese Person wahrscheinlich einfach nur kein Interesse daran, mich als Schüler aufzunehmen. Keine Ahnung, ich wollte selber auch einfach nicht zu viel drüber nachdenken, was das alles bedeuten kann. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, es macht keinen Sinn, irgendwie zu thematisieren, ob das jetzt die falsche Nummer ist oder nicht. Ich habe dann gedacht, das Beste, was ich machen kann, ist einfach nochmal im Internet zu recherchieren und zu gucken, gibt es denn vielleicht irgendwelche Teezeremonie-Unterrichtskurse, wo ich teilnehmen kann, wo Leute eben auch eine Website haben mit Kontaktdaten auf der Webseite etc. Weil ich gedacht habe, wenn jemand eine Website schon mal im Internet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person sehr offen ist, mich als Schüler aufzunehmen und generell neue Schüler aufzunehmen, wahrscheinlich relativ groß. Und deswegen habe ich das dann nochmal gemacht und dann drei Teezeremonie-Lehrer oder Kurse mehr oder weniger angeschrieben, die so halbwegs in meiner Nähe sind. Eins davon war super nah, das waren nur so 10 Minuten Fußweg. Ein zweites war auch noch relativ bei uns in der Nähe, also da hätte ich auch nicht mit der Bahn fahren müssen. Und ein drittes wäre so mit Fußweg und Bahnfahrt zusammen eine halbe Stunde entfernt gewesen. Also es ist immer noch super nah und jetzt fahren wir im Tunnel, jetzt wird es super dunkel. Ich habe tatsächlich von allen drei Stellen eine Antwort bekommen. Bei dem einen haben sie mir gesagt, dass sie gerade das, also
Zimmer oder den Unterrichtsraum bei mir in der Nähe nicht durchführen, sondern nur eins, das ein bisschen weiter weg ist. Das wäre halt mit Bahnfahrt und Fußweg und allem über eine Stunde gewesen. Das war mir dann ein bisschen zu weit weg. Ein weiteres, da hätte ich jetzt erst im Februar zu einer Probestunde hingehen können. Das ist das, was so eine halbe Stunde weiter weg war. Und tatsächlich das, was nur 10 Minuten entfernt von mir war, war so, hey, ja klar, komm halt zur Probestunde vorbei. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, klar, mache ich. Das Witzige daran ist, das ist, habe ich dann gemerkt, ein ziemlich, ich sag mal, moderner Tempel, in dem das Ganze durchgeführt wird. Und es hat mir sogar der oberste Mönch geantwortet per E-Mail. Und das fand ich eigentlich schon sehr witzig, weil, ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach so interessant. Als ich dann dort hingegangen bin, gab es aber noch 2 Überraschungen. Und zwar die erste Überraschung war, die Teezeremonielehrerin spricht einfach ein bisschen Deutsch. Also sie hat mal, glaube ich, 2 Jahre oder so in Berlin gelebt, hat sie mir erzählt. Und sie kam halt direkt zu mir an und so, herzlich willkommen. Und ich dachte mir so, ah, okay, spricht sie jetzt nur so ein bisschen so, wie sagt man, Eissätze, so Grußwörter und sowas, so, keine Ahnung, was man mal so aufschnappt. Aber nein, sie hat dann einfach wirklich die ganze Zeit versucht, ihr bestes Deutsch rauszupacken und immer mit mir in Deutsch geredet. Das war ziemlich witzig. Und die zweite Überraschung war, dass das keine ganz normale Probestunde war, sondern dass tatsächlich, ja, das Hatsugama-Event von diesem Teezeremonienkurs war. Und Hatsugama ist, wortwörtlich übersetzt heißt es, der erste Kessel. Das ist sozusagen die erste Teezeremonie, das erste Teetreffen im neuen Jahr. Und das ist schon ein bisschen was Besonderes. Und deswegen dachte ich so, oh mein Gott, wieso haben sie mir gesagt, dass es eine Probestunde ist? Ich war froh, dass ich wenigstens ein bisschen was Hübscheres angezogen hatte und nicht ganz so casual gekommen bin. Weil die ganzen anderen Leute, bis auf eine andere Person, waren alle im Kimono. Und das war im ersten Moment so ein bisschen so, okay, ich will mich schon ein bisschen, jetzt würde ich hier stören, aber es waren alle super lieb, super freundlich und haben mich sehr nett aufgenommen. Und die Lehrerin hat mich auch 5-mal gefragt, ob ich Lust habe, denn mitzumachen und keine Ahnung. Also sie war, glaube ich, auch, hat sich sehr gefreut und ich war auf jeden Fall, fand es sehr gut und werde auf jeden Fall weiter hingehen. Ja. Und habe sozusagen damit eine neue Möglichkeit oder die nächste Möglichkeit gefunden, Teezeremonie weiter zu üben. Und ja, warum sitzen wir jetzt in einem Auto? Ich hatte tatsächlich Kontakt mit meiner allerersten Teezeremonielehrerin. Ich war ja letzten Monat auch einmal bei meiner Uni, bei meiner alten Uni hier in Japan. Und dort bin ich ja zum Teezeremonie-Club gegangen. Und über meinen Lehrer dort habe ich die Kontaktdaten von meiner alten Lehrerin bekommen, also von meiner Teezeremonielehrerin. Und habe ein bisschen mit ihr geschrieben. Eigentlich wollte ich mich ja im Dezember schon mit ihr treffen. Das mussten wir schon dann absagen. Aber sie hat mich dann auch eingeladen, um ja zu ihrem Hatsugama-Event zu kommen. Also deswegen sitzen wir jetzt gerade im Auto und fahren nach Kofu. Das Ganze fängt halt schon also gegen 10 Uhr an. Man fährt mit dem Bus von Shinjuku aus, 2 Stunden nach Kofu und dann müsste ich ja von uns zu Hause noch nach Shinjuku erst kommen. Also ich wäre schon locker 3 Stunden unterwegs, bis ich überhaupt in Kofu bin und dann ist es eigentlich nicht direkt in Kofu, sondern in Yamanashi, also der Stadt Yamanashi. Und meine Lehrerin wohnt irgendwo ganz weit oben auf dem Berg und irgendwo da in der Nähe findet das heute auch statt. Und das hätte vorne und hinten irgendwie nicht gepasst, heute da rechtzeitig also zu 10 Uhr hinzukommen. Deswegen haben wir spontan überlegt, was wir stattdessen machen können und haben ein Auto gemietet. Dem ich natürlich ganz viel fahren kann. Ja, tatsächlich hat Max, also haben wir das Auto schon seit gestern und Max war damit gestern schon unterwegs. Und ich bin sehr froh, dass wir heute damit unterwegs sein können, weil es einfach immens viel Zeit spart. Und ja, das heißt direkt 2-mal Hatsugama hintereinander. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass ich das jetzt mitmache. Abseits davon haben wir die letzten Wochen viel damit verbracht, uns auf Jobs zu bewerben und zu planen, was wir die nächsten Wochen so machen. In 2 kilometers, turn slightly right towards toll gate ahead, then turn slightly right towards Tokyo. Tokyo! Schön.
paar kleine Einblicke in das Mautstraßenfahren in Japan. Also für Highways muss man Mautgebühren bezahlen in Japan. Und wir sind jetzt gerade auf einem Highway, wo man so ein Ticket zieht, wenn man auf den Highway drauf fährt. Und wenn man dann runterfährt, dann steckt man das rein und dann steht da, wie viel man bezahlen muss. An manchen Gates, also Mautgates, da sind auch Leute, wo man direkt einen Festbetrag für die Straße einfach bezahlt, wenn man drauf fährt. Also es ist ein bisschen unterschiedlich hier und da, aber ja, mal als kleinen Einblick. $1,900. Wow. Übrigens festgestellt, dass ich eine Schwäche für Sumiko Gurashi-Sachen habe. Also ich kannte die Characters letztes Mal schon, als ich hier war, aber da hat es mich nicht ganz so gehittet. Aber ich habe beim Nippon Connection Festival, also diesem Filmfestival, ich glaube 2020, einen Sumiko Gurashi-Film gesehen und ich fand den so cute, dass es mich dieses Mal ganz schön überkommen hat mit den ganzen Character Goods, die es dann hier in Japan gab. Ich habe das schon befürchtet, bevor ich hergekommen bin, aber die letzten Wochen habe ich dann doch ganz schön mal zugeschlagen. Eines der ersten Sachen, die ich mir gegönnt habe, war aus einem Gacha Gacha, diese kleine Tasche hier. Ich mache Gacha Gacha meistens nur, wenn ich das Gefühl habe, alles, was drin ist, würde mich freuen. Also ich würde mich halt bei nichts ärgern oder so. Und ja, hier bei diesem Gacha Gacha hatten halt alle Charaktere ein kleines Katzenkostüm an und da war es mir ziemlich egal, welchen ich bekomme und da habe ich Tonkatsu rausgezogen. Dann habe ich letztens hier diese Spieße gesehen, das sind eigentlich so Bento-Spieße, aber Spieße kann man für so viele Dinge verwenden, dass ich mir dachte, die möchte ich auch mitnehmen. Da sind einmal alle von den Hauptcharakteren dabei, plus Ibishippo no Fry heißt der, glaube ich. Da habe ich gedacht, das kommt auch mit. Und heute habe ich auch nochmal zwei Dinge gekauft, deswegen dachte ich, lohnt sich das jetzt auch alles mal zu zeigen. Und zwar einmal Pflaster, weil ich so dachte, warum nicht? Es ist auf jeden Fall was man praktisch nutzen kann. Mal abgesehen von all diesem Plastik, das man immer mitkauft, habe ich mir das einfach mal gegönnt. Und dann habe ich mir noch heute dieses Shirokuma-Kissen gekauft, denn Shirokuma ist mein Lieblings-Sumiko Gurashi-Charakter. Und ich dachte, das packen wir einmal kurz aus. Das war nicht so spektakulär. Das war super spektakulär. Ja. Da ist Shirokuma. Ich bin nämlich tatsächlich ein ziemlicher Seitenschläfer und ich habe festgestellt, dass ich irgendwie ein Kissen brauche, wenn ich auf dem Futon schlafe, damit ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich so komplett einquetsche. Und ich hoffe, dass dieses Kissen die richtige Größe und Festigkeit oder Weichigkeit hat. Also es ist sehr weich. Ich bin mal gespannt, wie sich das so schlägt, für das ich es vorgesehen habe. Aber jetzt habe ich immer ein Shirokuma. Der Hauptgrund, warum ich diesen Film damals übrigens so toll fand, war ein Zitat, das ziemlich am Ende von dem Film kommt. Und das lautet Hanarete demo zutto nakama da ne. Und das bedeutet so viel wie, egal wie weit man voneinander entfernt ist, man ist immer nakama, also befreundet, kann man das so sagen. Weil Freund eigentlich eher Tomodachi ist, aber Nakama ist halt einfach jemand, mit dem du den Weg beschreitest, mehr oder weniger. Also bei One Piece zum Beispiel nennen sie sich alle Nakama. Also ja, es ist ein anderes Wort für Freund vielleicht. Ich weiß es nicht genau, wie man es am besten übersetzt. Aber dieses Zitat fand ich irgendwie sehr schön, weil das sehr gut zu mir passt, glaube ich, so. Und wie ich an Freundschaften rangehe. Ja, und deswegen mag ich Sumiko Gurashi. Und einfach, weil sie generell süß sind. Was ist es? Ich glaube, es ist Penguin. Okay. Ah, nein, hä? Ah, es ist, hä? Ah, schon wieder Tonkatsu. Ich
schlecht? Ja, nee, aber ich habe beim letzten Mal im Gacha schon Tonkatze gezogen. Mhm. Und das ist jetzt nicht so unbedingt mein Lieblingsfahrrad. Kannst du noch einen rausholen? Noch einen? Dann kriegst du so Start rein. Ja, kann ich machen. Hier haben wir Tonkatze. Und ja, weil ich irgendwie nicht so ganz zufrieden war mit Tonkatze, habe ich noch ein zweites Mal eine Kugel aus dem Gacha Gacha gezogen. Und ich habe Neko rausgezogen. Ich fand tatsächlich, dass die sich farblich ein bisschen zu ähnlich sind. Jetzt, wo ich das Licht anhabe, finde ich das tatsächlich gar nicht mehr. Aber wenn man die ausmacht, dann finde ich, sind die sich zu ähnlich, weil die beide so gelblich-beige sind. Ja, und weil ich spontan der Meinung war, dass mir das nicht gefällt, habe ich noch einen dritten Tsumiko rausgezogen. Und zwar haben wir hier Tokage. Und der hat tatsächlich ein bisschen, ja, nochmal einen anderen, bringt nochmal einen anderen Farbtouch mit rein, wobei ich jetzt tatsächlich finde, dass Neko und Tonkatsu eigentlich auch schon unterschiedlich genug sind, aber ich finde, wenn man es so stapelt, sieht es irgendwie noch ein bisschen cool aus. Ich würde sagen, ich habe damit ein ziemlich cooles Nachttischlicht, abseits davon, dass ich es immer einzeln anschalten muss. Egal. Ich bin trotzdem noch ein bisschen nicht unbedingt traurig, aber ich finde es schade, dass ich kein Chirukuma gezogen habe, aber gleichzeitig kann ich nicht alles von Chirukuma haben. Hat mich schon wunderbar hingekriegt. Wie kommt jetzt schon hier raus? Ich habe noch nie so ein Drip-Coffee-Ding gemacht, deswegen weiß ich gar nicht, wie das geht. Hä? Muss das nicht irgendwie aufgehen? Ah, deswegen steht da hier. Open! Wow. Wow. Okay. Wow. Meine Tasse ist ein bisschen breit, glaube ich. Wahnsinn. Das ist nur alles voller Gel. Überall. Ja, das ist auch schön. In der Tasse. So? Ja, so ist es ganz gut. Ein Drip Tea. Bei dem Teezeremonie-Event, wo ich in Kofu war, habe ich tatsächlich gar nichts gefilmt. Das hat sich einfach nicht angeboten von der Atmosphäre her. Und vor allen Dingen finde ich es generell bei den Teezeremonie-Sachen immer schwierig, irgendwas an Bilder oder Videomaterial mitzunehmen, weil es für mich sehr was ist, wo ich halt versuche, die Sache an sich wahrzunehmen, zu erfahren und halt im Moment zu sein. Und ich habe erzählt, wir haben so ein bisschen geplant, was wir jetzt so die nächsten Wochen unternehmen wollen. Und ich dachte, dazu mache ich auch mal wieder so einen kleinen Recap. Und zwar waren wir einmal bei dem Furusato Matsuri. Dazu will ich gar nicht so viel verraten, weil dazu wird es ein extra Video geben. Außerdem waren wir bei der Animate Ghibli Ausstellung, die von Anfang Januar bis, ich glaube, jetzt so Mitte, Ende Januar stattgefunden hat. Also die ist mittlerweile sogar auch schon wieder vorbei. Ich mache dazu aber kein extra Video und das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass ich es in dieser Ausstellung super schwierig fand zu erkennen, wo man was filmen durfte und wo nicht. Und es sehr viele Bereiche gab, die man
nicht filmen durfte, was vollkommen in Ordnung ist. Aber es war mir einfach dann zu aufwendig, jedes Mal zu schauen, okay, kann ich das jetzt filmen oder nicht? Und deswegen habe ich irgendwie dann ja nicht so viel aufgenommen, dass man ein ganzes Video draus machen kann, weil ich halt auch nicht unerlaubterweise irgendwas filmen wollte oder so. Der zweite Grund ist aber auch, dass ich ein bisschen zwiegespalten bin, was die Ausstellung angeht. Also ich fand sie an sich sehr, sehr informativ. Sie war größer als zum Beispiel die Ausstellung im Sailor Moon Museum. Aber ich fand sie zwischendrin sehr eintönig. Also der Anfang war super spannend gestaltet. Man hatte so ein bisschen Fotospots, man hatte auch so nachgestellte Arbeitsplätze, wie es halt damals in dem Studio von diesem Magazin war und sowas. Aber danach wurde die Ausstellung dann relativ schnell sehr eintönig. Also die einzelnen Anime, die behandelt wurden, waren irgendwie sehr gleich von der Aufmachung her. Und das hat für mich nicht ganz so gut funktioniert. Also nach dem zweiten, dritten Raum, der sehr ähnlich war, war ich dann so, okay, kommt jetzt eigentlich noch was anderes? Ich glaube, gerade wenn man diese Anime jetzt nicht so aus Nostalgiegründen gefeiert hat, dann ja, war da für mich jetzt nicht so das Feeling da. Dann kam so Nausicaä als nächstes oder Nausicaä, ich weiß immer noch nicht, wie die richtige Aussprache ist. Aber auf jeden Fall zu diesem Film, was ja noch nicht wirklich Ghibli ist, sondern so der erste Film ist, aus dem Ghibli dann entstanden ist, gab es halt wirklich sehr, sehr viel. Da war es dann auch wieder ein bisschen anders gestaltet von der Ausstellung her. Es war auch sehr gut und sehr spannend. Ich persönlich mag den Film halt nur nicht so sehr. Deswegen war das auch eher informativ als nostalgisch oder irgendwie sowas für mich. Nachdem das dann vorbei war, kam dann auch so ein ganz bisschen zu Laputa, also das Schloss im Himmel. Und das war es dann eigentlich schon zu Ghibli. Also dann waren noch einmal so die Plakate, die Filmplakate von den anderen Filmen, die alle zu Ghibli gehören und fertig. So. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass die Ausstellung Ghibli im Titel hatte. Klar, gehört es irgendwie dazu, aber ich glaube, es war eher, um die Leute zu catchen, weil gefühlt 90% der Ausstellung war schon dieses Animage-Magazin, was auch in Ordnung ist und was cool ist und was auch spannend war, aber es hat so ein bisschen falsche Erwartungen gemacht, finde ich persönlich. Also es hätte besser sein können, preis-leistungstechnisch war es trotzdem voll in Ordnung. Weil ich gerade auch das Video vom Sailor Moon Museum geschnitten habe, habe ich halt den direkten Vergleich gehabt, dass es da mit sehr viel mehr Detail gestaltet war und die Ausstellung halt sehr viel kreativer gestaltet war, was natürlich ein bisschen einfacher war, weil es halt nicht so eine große Ausstellung war. Aber insgesamt hat man schon gemerkt, dass da ein bisschen mehr Liebe im Detail drin gesteckt hat, fand ich persönlich. Aber ich würde sowieso empfehlen, wenn man Interesse an Ghibli hat, dann sollte man, wenn man hier in Tokio ist, ins Ghibli-Museum gehen, in Mitaka. Das lohnt sich sehr viel mehr als diese Ausstellung. Also wenn man das Museum kennt, hat man in der Ausstellung auch eigentlich nichts verpasst. So, wenn man nur wegen Ghibli dahin gehen möchte. Dann war ich in Jiyogaoka. Das ist eine Ecke von Tokio, in der ich bisher einfach noch so gar nicht war. Also das ist so ein bisschen südwestlich, so der Bereich. Und ich treffe mich dort mit Sanna von dem Kanal Pastel Tokio und sie wird mich ein bisschen rumführen, denn sie kennt sich dort sehr gut aus. Ist zwar noch ein bisschen früh, aber gucken wir mal, ob die E-Mail schon blüht. Oh. Wir waren eigentlich unterwegs, um dort in ein Teehaus zu gehen. Ich
was aber überraschenderweise an dem Tag dann geschlossen hatte. Deswegen waren wir dann spontan aber auch einfach im Tees Restaurant. Also ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht die vegane Ramenkette Tees Tantan und die haben in Jiugaoka ihren Hauptsitz, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie da ein Restaurant, wo sie nicht nur Ramen haben, sondern eben auch andere Gerichte und dann waren wir dort essen. Ich werde heute vegan eingekauft. Wie groß ist das Curry? Ja, ne? Wie groß ist das? Stimmt, ich habe noch ein paar Papier bestellt. Ich hoffe, ich habe das alles. Das sieht richtig gut aus. Es lebt. Wow, wow, wow. Und hinterher noch im Peter Rabbit Café, um noch ein kleines zweites Dessert mitzunehmen. Und dann waren wir heute beim Shimokitazawa Tengu Festival. Eigentlich hatte ich gedacht, davon kann man bestimmt auch ein extra Video machen. Aber das wird auch nicht passieren, weil einerseits war es nicht ganz so spektakulär, wie ich erwartet habe. Also es war so eine Tengu-Parade, die dann durch die Shopping Street da, also durch die Einkaufsstraße lang spaziert ist. Diese Parade war ein bisschen kleiner, als ich erwartet hatte. Es war auch so voll mit Menschen dafür, dass es so eine kleine Parade war. Und ich habe gemerkt, dass solche Menschenmassen mich meistens eher demotivieren, irgendwie mich in das Gemenge zu stürzen und irgendwie da ja, was zu filmen und versuchen, gute Shots bei rauszukriegen, weil das ist einfach mir zu anstrengend. Dann versuche ich lieber wenigstens das zu genießen und das, was ich wahrnehmen kann, für mich wahrzunehmen, anstatt nebenbei auch noch zu versuchen, das irgendwie aufzunehmen oder so. Aber mein Backlog an Videos ist aktuell sowieso so groß, dass ich eigentlich immer froh bin, wenn ich nicht ein extra Video mache, weil ich sowieso nicht hinterherkomme aktuell. Ups. Und neben all diesen Unternehmungen, die wir jetzt gemacht haben, hatte ich die letzten Wochen auch ein paar Vorstellungsgespräche für Teilzeitjobs und tatsächlich habe ich jetzt auch eine Zusage für einen Teilzeitjob. Gleichzeitig bin ich aber auch dran, mich zu bewerben für Vollzeitjobs und da passiert auch gerade ein bisschen und ich hoffe, dass sich das jetzt nicht alles zu sehr überschneidet.
Ende des Monats wollte ich wie gewohnt nochmal ein paar Updates zu unserem Bankkonto loswerden. Nach ganz viel hin und her ist jetzt doch alles sehr viel einfacher, als wir gedacht haben. Unser Konto ist trotzdem immer noch kein vollwertiges Konto. Wir können zum Beispiel keine Überweisungen machen, aber wir können unsere Miete mit unserem Konto bezahlen. Das war von Anfang an eigentlich gar kein Problem, aber keiner wusste das so richtig und es steht halt einfach nirgendwo so richtig erklärt, ob das funktioniert oder nicht. Deswegen haben wir es einfach ausprobiert und aus unserer Erfahrung kann man mit einem Jutjo-Bankkonto bei Leopellis 21 als Vermieter einfach seine Miete abbuchen lassen. Alles funktioniert, keine extra Fees, alles super easy. Und ich weiß nicht, warum das nicht einfach mal irgendwo stehen kann. Das hat uns sehr, sehr viel Stress gekostet. Aber am Ende hat jetzt alles funktioniert und wir können einfach über unser nicht vollwertiges Bankkonto unsere Miete zahlen. Das war ganz lange ein großes Fragezeichen und damit fällt uns ein sehr, sehr großer Stein vom Herzen. Da die ganze Bankkontosache wirklich super undurchsichtig ist, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dazu ein extra Video haben wollt. Dann versuche ich nochmal alles, was ich weiß, zu der aktuellen Situation irgendwie zusammenzufassen, weil diese Situation mit diesen neuen Regelungen ist halt sehr neu, ne? Also seit letztes Jahr Mai, glaube ich. Und das ist auch sehr unterschiedlich, in welcher Situation man damit Probleme hat und in welcher Situation nicht. Gerade mit dem Working Holiday Visa kommt man da ein bisschen schneller in die Probleme rein, als jetzt mit einem Arbeitsvisum zum Beispiel. Ich hoffe, der Monatsvlog vom Januar hat euch gefallen und unter all den random Sachen war für euch was Spannendes dabei. Wenn dem so ist, dann lasst gern einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.